Herzlich willkommen nochmal, André Poggenburg. Alleine oder? Liebe Rheinländer, liebe Gäste von nah und fern, liebe Mut- und Wutbürger, zuerst einmal aus dem Osten vom Landesverband Sachsen-Anhalt und natürlich auch von unserem gemeinsamen thüringischen Freund, na wer? Björn Höcke, allerherzlichste alternative patriotische Grüße an euch! Als Spitzenkandidat der AfD Sachsen-Anhalt im Landtagswahlkampf, wurde heute schon gesagt, freue ich mich sehr darüber, heute hier mit euch ordentlich Protest üben zu können und gegen das totale Politikversagen unserer Regierungsparteien, aber auch, und das ist wichtig, gegen die etablierten Oppositionsparteien, die an ihrer Funktion ebenfalls vollkommen versagt haben und gemeinsam mit der Regierung ein sogenanntes willfähriges Systemkartell bildet, nur noch gemeinsame Sache macht, zu protestieren. Wir müssen nämlich gemeinsam konstatieren, es gibt in Deutschland in den dringenden politischen Fragen keine Opposition mehr. Und das ist für einen angeblich freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat eine unerträgliche Situation. Die AfD als einzige Alternative dazu erhält immer mehr Zuspruch durch unsere Bürger, und zwar aus allen Schichten unserer Bevölkerung. Das aktuelle Umfrageergebnis aus Sachsen-Anhalt belegt das ganz, ganz deutlich. Hier steht die AfD demnach momentan bei 17%, und ich sage euch, das ist noch lange nicht das Endergebnis. Denn wir werden uns am 13. März mindestens 20% holen. Mit dem wachsenden Erfolg steigen allerdings auch, das wisst ihr alle, verbale Anfeindungen, Ausgrenzung und Distanzierungsversuche, Verleumdungen, bösartige Unterstellungen und sogar tätliche Angriffe gegenüber unseren Mitgliedern und Funktionsträgern der AfD. Je erfolgreicher wir als systemkritische Partei werden, desto deutlicher treten die Abgründe des bestehenden Politkartells natürlich auch zutage. Desto offensichtlicher wird die Undemokratie der dauernd Demokratiefordernden, desto deutlicher wird die Untoleranz, die Intoleranz der dauernd Toleranzpredigenden, und umso deutlicher wird eben auch die Schwäche der ständig Stärke suggerierenden verbrauchten Systemparteien. Denen kann ich nur zurufen, ihr werdet uns nicht mehr aufhalten. Wir werden uns den Erfolg holen, der uns zusteht, und wir werden die Alternative bieten, die unser deutsches Volk dringend braucht und längst verdient hat. Die AfD kann mit einigem Stolz von sich sagen, bereits richtige und gewichtige Denk- und Lösungsansätze geliefert haben. Wir können also nicht nur Protest schreien, wir machen auch Politik. So hat beispielsweise die CDU Sachsen-Anhalt beim Thema innere Sicherheit völlig folgerichtig natürlich und hoffentlich auch entsprechend dankbar haargenau einige unserer Lösungsansätze im Landtagswahlkampf übernommen. Ich möchte nur sagen, dass ich das unsägliche, bei uns unverschämt empfundene Polizeistrukturreform, Polizeiabbau, also eine hochtrabende Formulierung für einen totalen Kahlschlag bei der Polizei, umgekehrt hat und unsere Forderung von 7000 Stellen bei der Polizei aufgenommen hat, so wie es haargenau im Wahlprogramm der AfD steht. Urplötzlich wird auch von Obergrenzen, ihr wisst das alle, von Obergrenzen und Grenzsicherungen geredet, Forderungen, für die die AfD damals vor etwa einem Jahr
die als völlig unrealistisch und undurchführbar bezeichnet wurden und für welche die AfD im letzten Jahr noch von politischen Gegnern und von Teilen der Lückenpresse noch mindestens als rechtspopulistisch und menschenfeindlich gebrandmarkt wurde. Bei der CDU ist das natürlich jetzt etwas völlig anderes. Und auch mit dem Widerspruch zur lange verkündeten und trotzdem grundfalschen Aussage, dass die Massenzuwanderung doch dringend nötig sei, um einen angeblichen Fachkräftemangel zu kompensieren, lag die AfD goldrichtig. Mittlerweile gibt nämlich sogar eine CSU ganz offen und unverhohlen auf ihrer kürzlichen Klausurtagung zu, dass dies ein Schmarrn ist, wie dort gesagt wird. Dort sagte Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner nämlich, ich zitiere, inzwischen wissen wir, dass fast 90% der Flüchtlinge keine ausreichende Qualifikation mitbringen, um direkt in den deutschen Arbeitsmarkt integriert zu werden. Zitat Ende. Sehr richtig, Frau Aigner. Allerdings wusste das die AfD schon vor über einem Jahr und wurde für ähnliche Aussagen nach rechts außen degradiert. Wo bitte bleibt da aber nun der gleiche moralische Aufschrei unserer verehrten Lückenpresse? Ich habe ihn nicht vernommen. Und Frau Aigner, könnten Sie Ihre späte, aber durchaus richtige Erkenntnis auch mal Ihren Unionskollegen deutlich machen? Da glauben nämlich einige immer noch an das Merkel-Märchen vom Segen schier unendlicher Fachkräftemassen, die Deutschlands Wirtschaft retten sollen. Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter hatte das noch nicht ganz verstanden. Der meinte nämlich vor einer Weile im Fokus, ich zitiere, wir müssen unsere Bevölkerung darauf vorbereiten, dass auch in diesem Jahr 1 Million Menschen nach Deutschland kommen. Doch es gibt keine Alternative. Zitat Ende. Falsch. Falsch, Herr Kiesewetter. Die Alternative gibt es. Und zwar die Alternative für Deutschland. Und die wird schneller bei Ihnen im Bundestag sitzen, als Ihnen lieb ist. AfD ist immer richtig. Der Höhenflug der AfD ist einfach nicht mehr aufzuhalten und das verbreitet natürlich Panik. Ganz besonders, ihr wisst es, bei Rot-Grün. Oder Pfui, auch ein Synonym dafür ist richtig. Da werden nun die obskursesten Aktionen und Aussagen gegen die AfD gestartet. Ich nenne sowas Panikattacken im Sinkflug. Und möchte hier gleich einmal ein herrliches Twitter-Zitat vom 6.12., vom 6.2., ganz aktuell, vom 6.2. von Ralf Stegner, von Pöpelralle, stellvertretender Vorsitzender der SPD, hervorholen. Ich zitiere, und ich muss es langsam tun, wenn man es wirklich verstehen muss. Ich zitiere, Pegidioten, also ja, Pegidioten wählen asoziale Vollpfosten Deutschlands AfD minus finde den Fehler. Zitat Ende. Ich habe mich jetzt nicht auf die beschwerliche Fehlersuche begeben, wie das gewünscht war, aber ich fand es ganz interessant zu sehen, wie das denn klingt und aussieht, wenn totale Hohlpfosten gegen Vollpfosten hetzen. Und bei dieser Auswahl gehöre ich gerne zu Letzteren. Grünen Fraktionschefin Dalbert in Sachsen-Anhalt ging im MDR Sachsen-Anhalt sogar so weit zu behaupten, dass die AfD, und ich zitiere, und jetzt bitte Ruhe im Glied und genau zuhören.
ich zitiere die AfD, in direkter Erbfolge des Nationalsozialismus stünde. Zitat Ende. Frau Dalwood, schämen Sie sich eigentlich nicht? Wie wenig Politik, wie wenig Geschichtsverständnis müssen Sie denn haben? Und wie können Sie es wagen, den Nationalsozialismus in einer solch dämlichen Aussage zu relativieren und zu verharmlosen? Solche Aussagen gibt es eben bei einer Partei der grünen Spinner und Ideologen. Und die werden hoffentlich und zu Recht aus unserem Landtag in Sachsen-Anhalt fliegen. Die braucht kein Mensch. Und wer wirklich sachlich grüne Politik will, der muss sowieso blau wählen, liebe Freunde. Und wo wir gerade dabei sind, möchte ich gleich nochmal die Gelegenheit ergreifen und deutlich klarstellen, wo die AfD im politischen Spektrum steht. Verzeihen Sie es mir, aber ich richte diese Aussage auch ganz besonders an, immer wieder an unsere Pressevertreter. Denn gerade diese scheinen, da scheinen einige versehentlich und auch willentlich, immer etwas gehörig durcheinander zu bringen. Die AfD als liberal- und nationalkonservative Partei steht Mitte, rechts und nirgendwo anders. Wir bekennen uns uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Übrigens mehr, als das so manch andere etablierte Partei tut. Und auch wenn wir die Dinge beim Namen nennen und Sorge und teilweise Angst und Zorn der Bürger zum Großteil unser Antrieb sind, wollen wir keine völlig zerstörerische Revolution auf der Straße, sondern eine konstruktive, aber sehr, sehr deutliche Reform und parlamentarische Arbeit und damit die Geschicke unseres Landes zum Besseren wenden. Wir wollen endlich diese von oben verordnete Selbstgeiselung beenden. Die kollektive Psychose dieses deutschen Volkes überwinden und ein gesundes Nationalbewusstsein leben dürfen, so wie es in nahezu allen anderen Staaten der Welt, auch in Europa, eine Selbstverständlichkeit ist. Und das, liebe Freunde, hat etwas mit national, aber keinesfalls mit nationalistisch zu tun. Wir bekennen uns zweifelsfrei zu Europa, zu einem friedlichen Europa der Vaterländer, welches durch eine ausufernde EU allerdings existenziell bedroht wird. Wir rufen allerorts zu rein friedlichem Protest, wie wir es heute gesehen haben, und gegen Gewalt auf und solidarisieren uns auch mit den Bürgern, die einst als Immigranten, wie ich vorhin gehört habe, nach Deutschland kamen, sich zweifelsfrei zu unseren Wertevorstellungen bekannt und teils mit ganz großem Fleiß und Einsatz ihren Platz in unserem deutschen Volke fanden. Zu diesen bekennen wir uns. Und wir als AfD bekennen uns zum Deutschen, zu unserer Geschichte, bestimmten Wertevorstellungen. Aber wir wissen selbstverständlich, dass dies weniger eine Frage von biologischer Herkunft, sondern von Erziehung und persönlicher Einstellung ist. Ja, wir stemmen uns gegen die momentan stattfindende unkontrollierte Masseneinwanderung und natürlich gegen das Multikulti-Experiment, weil dies unsere Gesellschaft und unser deutsches Volk in jeder Hinsicht überfordert. Und unsere Identität unerkämpften Werte und Sicherheit beraubt und uns in Europa übrigens mittlerweile vollständig isoliert. Das sollten wir nicht vergessen. Richtig. Unsere Ablehnung richtet sich dabei gegen die oft fehlende Integrationsbereitschaft, dem völlig anderen Werte- und Traditions- und Religionsverständnis sowie den tatsächlichen Beweggründen und der ungeheuren Anzahl
der hier plötzlich Einwandernden. Jedes Volk hat das Recht, jedes Volk hat das Recht, seine Lebensart und Sicherheit durch die Regierung und den Staat gewahrt zu wissen. Das gilt überall auf der Welt und nicht mehr und nicht weniger fordern wir. Mit steigenden Umfrageergebnissen häuft sich auch ganz speziell jetzt in Sachsen-Anhalt die Frage nach einer Regierungsbeteiligung der AfD. Auch hier hat sich die Lückenpresse einmal mehr selbst übertroffen und vielleicht in dem Augenblick doch sogar als Lügenpresse entlarvt mit der Schlagzeile AfD liebäugelt mit CDU. Die AfD ist mit dem Anspruch einer starken Opposition in den Wahlkampf gegangen und daran hat sich grundlegend und bis heute auch nichts geändert. Da es in Sachsen-Anhalt aber eine schwarz-rote Mehrheit voraussichtlich nicht mehr geben wird, das muss man sich wirklich überlegen, Gott sei Dank natürlich, drängt sich die Frage nach einer Lösung, gegebenenfalls nach einer Regierungsbeteiligung, zwangsläufig auf. Hier gäbe es das Modell einer sogenannten tolerierten Minderheitsregierung oder das Modell, wie ich es gerade anfuhr, Schwarz-Blau. Auch wenn die CDU pikiert eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt, aber ganz ehrlich, was interessieren Aussagen der CDU im Wahlkampf? Das ist wichtig, als sachpolitische und eben nicht ideologische Partei wird die AfD einem eventuell angebotenen Koalitionsgespräch nicht aus dem Wege gehen und in diesem allerdings sehr deutlich klar machen, dass eine Koalition mit einer CDU unter dem bisherigen Merkel-Kurs wäre auch richtig, ja, vollkommen ausgeschlossen ist. Diesen Standpunkt nun aber als Liebäugeln mit der CDU zu bezeichnen, bedarf schon äußerst viel Fantasie und eben einer ganz gehörigen Portion Lug und Trug seitens unserer Medien. Kurzum, es wird seitens der Systemmedien leider oft falsch Zeugnis abgelegt über die AfD und auch dies zeigt wiederum, wie groß die Schieflage in unserem Lande ist und welche gewaltigen Aufgaben uns noch vor uns liegen. Da möchte ich an dieser Stelle mit einem kleinen, aber sehr knackigen, wie für die AfD gemachten Zitat enden. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Thomas Jefferson. Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte nur noch sagen, bitte geht in Gruppen zusammen. Wir haben jetzt gehört, also in Richtung Bahnhof ist ein bisschen was los. Also bitte nicht einzeln gehen oder zu zweit in größeren Gruppen, das wäre angeraten. Aber ansonsten die Polizei auch nochmal hier zum Abschluss der Versammlung. Herzlichen Dank an die eingesetzten Kräfte. Ich glaube, die haben einen sehr guten Job gemacht. Danke Polizei! 1, 2, 3! Danke Polizei! 1, 2, 3! Danke Polizei! 1, 2, 3!